So, Profi, Karriere, gehen wir rein. Profispieler. Deutschland nennen wir natürlich. Ist doch klar. Seit einem Land. Nicht mal, nicht. Nee. Ich bin auf jeden Fall nicht mal ein neuer Steuerer. Ich habe vorher, gesteuert. Den einen Abwehrspieler von Stuttgart. Der muss vielleicht nach Dortmund. Jetzt nehme ich aber Toni Kroos, da ist der. Genau, Toni Kroos wollte ich haben. Werde ich auch wieder auf Höhepunkte. Ich glaube, ich mache jetzt auch Höhepunkte mit Toni Kroos. Aber die Schwierigkeit halt natürlich hochstellen. Aber das Intro war richtig geil, wo ich den Modus zum allerersten Mal reingegangen bin. So. Gucken wir mal. Okay. Ah, hier, Palut, mal so ein altes Red Dead Video. Warte ich. Hier, Einstein. Halbprofi spiele ich. Mal was? Ich probiere mal. Richtig Profi? Mal was? Ich probiere mal Legende aus. Vielleicht kriege ich hin als Legende. Als Experiment. Mit Holy Groß auf die Legende. Das Maximum ist, glaube ich, irgendwas mit dem Buchstabe U. Der höchste Schwierigkeitsgrad, was nach Legende dann kommt. Aber ich probiere mal Legende mal aus, weil ich steuere eh nur einen Spieler und das ist Toni Kroos. Und dann wird es knapp nicht so schwer sein auf Legende. Und falls doch schwer ist, dann mal auf normale Profi dann. Weil ich war vorher auf Halbprofi. So. Hallo, liebe Fußballfans zu Hause an den Geräten. So, der Eröffnungsspiel, was auch in Real Life stattfindet, Deutschland gegen Schottland. Und ich habe auch noch die Schottland auch mehrmals gewonnen. Okay, einmal habe ich im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz, habe ich einmal verloren. Habe ich einmal leider gegen die Schweiz verloren. Und trotzdem, ja, Achtelfinale qualifiziert. Wenn ich mir jetzt blöd ausstelle, dann ja, dann werde ich dafür verlieren. Ah! Komm schon, ich hab den Ball mit Toni Kroos. Foul! Ah, nochmal ein. Komm, allein soll ich dann. Toni Kroos, sind doch noch nicht ganz gut von Anfang an jetzt. Und es steht 1-0 und mein Schuss steht daneben, aber egal. Hier führt gerade Deutschland zum Glück. Ah! Guck! Egal. Ja, 1-0 gewonnen, ja. Tja, da ist Aufatmen angesagt, ein knapper Sieg. Aufatmen. Ja, gewonnen. Okay, gehen wir jetzt nicht rein zum nächsten Spiel. So, dann gehen wir retten ins zweite Spiel rein. So. Oh, ich habe als weil ich Toni Kroos übernommen habe, habe ich anscheinend auch noch die Kapitänsbinde bekommen. Nicht schlecht. Ich bin jetzt in die Schwierigkeit Legende und ich habe einmal auf das Tor geschossen oder daneben rein, aber ich habe trotzdem gewonnen, wo ich nicht mal meinen Tipp Ball auf das Tor geschossen habe. Okay, ich spiele auch hier auf Wolfus und Frank bei Höhepunkte die Schwierigkeit hat, da muss man mal in die Szene kommen. 1-1! Oh, 1-1 steht's, okay. Und ich mach jetzt die Ecke, okay. Ja, komm. Oh, komm, mal, die passe Ecke. Hey, ich wollte eigentlich mal zu Fahler. Super,
Österreich. Oh je, es ist entgegen Deutschland. Boah, da ist jetzt Faken. Oh doch, da ist jetzt auf Faken. Das ist nochmal gehalten hat. Ich dachte schon, dass ich rein. Ah, immer noch 1-1. Komm. Ich will immer probieren, mal hochzuflattern. Jetzt, ey. Ah, die war. Nee, nee, nee. War nicht gut, oder? Ah, doch, Deutschland hat doch den Ball. Komm, komm. Pass, 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 ich geh frei. Pass. Toll, Russ, bitte frei! Immer noch, okay, immer noch! Komm! Hey, oh je, oh je! Eieieiei! Okay, jetzt habe ich die letzte Chance. Und der Gegner ist in die Runde rote Karte, Unterzahl! Oh! Naja, egal, speichern wir uns wieder eine Unentschieden ab. Wir müssen jetzt in die wenn wir auf Runde in der Achtelfinale kommen wollen, müssen wir jetzt halt den die Schweiz gewinnen. Wo die auch 1-1 geholt haben, den Schottland. Okay. Komm. Das Spiel in die Schweiz müssen wir gewinnen. Nach diesen Unentschieden wird jetzt ja hoffentlich auch mein Sieg, wenn wir ein Sieg kommen. Ey, jetzt hier umzuschlagen, hier mit Toni Trotzner spielen werde, ohne eine Niederlage. Das ist ein Bonstart. So, Deutschland gegen die Schweiz. Sie haben sich genau richtig entschieden. Machen wir mal die Freistoß. Oh! Jetzt kriege ich Freistoßmöglichkeit, oh je. Eieiei. Oh, ist das lange her, dass ich eine reine Freistoß verwandelt habe. Oh, der ist so stark, die schießen den Zustand. Ach, oh Mann. Ja, hätte ich den lieber leichter machen sollen. Ah! Oh nein, jetzt führt auch noch die Schweiz. Er kommt schon. Ich will jetzt ja nicht ausschalten hier. Was kommt nicht an? So, jetzt tut sich hier nichts mehr. Die deutsche Mannschaft hat dieses Spiel also verloren. Sie müssen sich hier also am Ende mit dieser knappen... Ja, 1-0 verloren. Gegen die Schweiz. Hoffentlich bin ich trotzdem nur noch... Doch, ich will eine Runde weiter, ich bin als Zweiter halt eine Runde weiter gekommen. Dann ist es halt hier, die Schweiz jetzt kommt erster durch. Ach, ist mir auch egal, Hauptsache ich bin eine Runde weiter. Ich dachte, ich hätte, ich stimmt, ich habe ein Spiel doch gewonnen. Es steht in Spanien. Viertelfinale ist oder Halbfinale gewesen in Spanien. Jetzt muss ich schon wieder in Spanien dran. Das Spiel schon zum dritten Mal in Spanien. Wow. Dreimal in Spanien. Hier habe ich als Finale Gegner favorisiert. Komm. Es war die K.O.-Runde. Komm. Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen Deutschland zum Sieg führen. Das allerletzte Europameisterschaftsspiel für Toni Kroos. Muss jetzt hier ein Erfolg werden. Hallo und willkommen zu diesem Achtelfinale bei der EM 2024. Oh je. Das Spiel darf ich jetzt gar nicht verlieren. Zu diesem Spiel. Oh nein! Nein, 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 nein. Es kann doch nicht sein, dass jetzt wird. Wir führen schon 0-1 Spanien. Und ich habe jetzt wieder echte Chancen, aber... Ah, scheiße! Scheiße, Spanien führt schon hier 0-1.
Abseits. Nein. Komm schon. Ecke kommt in die Mitte. Schön geklärt. Komm. So, Spanien steht in der nächsten Runde bei der EM20. Nein. Neustart, nee. Die Niederlande lasse ich mich nicht hinleben. Willkommen zu diesem Achtelfinale der EM 2024. So, jetzt aber, komm, Deutschland. Wir führen schon wieder Spanien 0-1. Und ich habe wieder eine Ente hier. Alter. Was ist hier mit Deutschland los? Okay, ja, Spanien spielt gute Fußball, ich bin schon aber. Eieiei. Komm schon. Pass nach vorne. Ich mach jetzt den Ausgleich. Pass auf Kurs. Ja, genau. Jetzt haben wir noch Ente für Spanien. Sag mal, da will Spanien mich auf verschissen oder mich oder wie? Ecke kommt. Wird das was? Der wäre gut gekommen. Komm. Eis-1! Es steht in die Verletzung, oder? Wie ist das Eis-1 die Verletzung? Ey, ich hoffe, es steht nicht in die Elfmeterschießen. Ecke kommt lang. Sie bekommen den Abschluss. So, Spanien steht in der nächsten Runde bei der EM 2024. Das war's heute. So ist das in der K.O.-Runde, der eine Jugend. Nochmal Neustart, das kann doch nicht wahr sein. Neustart zum zweiten Mal. Und dann kannst du nur krass sein! Hallo und willkommen zu diesem Finale. Ich muss doch den Spanien doch gewinnen! Wolfuß und Frank Buschmann heißen ihre heutigen Kommentatoren. Wir begrüßen Sie herzlich. Und schon wieder ein Dern in der Tanz. Ja. Ich bin hier verarscht. Junge, ich bin hier verarscht. So, Ecke kommt. Den Ball kann er klären. Eieiei. Komm schon! Na komm! Hallo, ich stehe alleine vor dem Tor! Schau mal! Wenn er nicht das Tor nicht groß... Ah, scheiße, Abseits! So, bitte! Komm schon! Ach komm, ja, lass mich ja. Ach Mann. Jetzt der Eckball. Ja, wer holt sich den Ball? Ja, komm schon. Komm, hol jetzt den Ausgleich, bitte. Deutschland. Komm schon. So, Spanien steht in der nächsten Runde bei der EM 2024. Ach, komm schon. Zum vierten Mal Neustadt. Zum dritten Mal Neustadt waren. Warum sag ich vierte Mal? Willkommen zu diesem Finale der EM 2024. Ein bisschen Anlauf brauche ich dafür, dass es nicht klappt hier. Dieses Spiel gemeinsam mit Frankfurt. Nee. Ich bin hier beschissen. Schon wieder. Ah, jetzt. Ich bin hier beschissen. Schon wieder führt hier 0-1 Spanien. Zum dritten Mal hintereinander. Ich mach hier den dritten Neustart hier. Alter, ich will nicht nochmal den Spanien hier verlieren. Achtelfinale hier. Und ich führe zum dritten Mal hier 0-1.
Ach Mensch! Ja, komm! Nein, du machst dir den Ball nicht rein. Ballbesitz bei Marco Asensio. Nein, er hat einen Feldschuss. Nein. Ah, komm schon! Nein. Komm schon, beim dritten Versuch muss es klappen. Es steht immer noch 0-1. Okay, ich glaube, wir spielen gerade auf das spanische Tor. Gut, das war immer die Querhorn. Also, sag mal, du standst genau in den blöden Weg. Du standst aber richtig blöde Weg, mein Mitspieler hier. Sag mal, ich bin eben... Ich stelle einfach auf volle Kanone. Freistoß Spanien. Naja, Freistoß Spanien. So, Spanien steht in und Spanien, ja, Spanien steht in die nächste Runde. Vierte Neustart. Ja, ich muss auch einen vierten Neustart mit reinnehmen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich wette drauf, dass wir gleich 0-1 in Rüstland liegen. Ich wette drauf, dass wir für vierte Spanien spielen, dann hat 0-1 in Rüstland liegen bei der Ecke. Pinto, ja, war doch klar. Wenn ich das wieder ein Ende bekomme, genau die gleiche Minute, 28 und immer noch, und dann noch 0-1 im Rückstand auch noch. Ah, ich will jetzt hier gewinnen. Ah, ja, jetzt hat auch noch Spanien hier eine Ecke, Oli. Komm schon! Ah! Nein! Glück gehabt! Immer noch 0-1! Bitte! Deutschland, was ist hier los? Was ist jetzt mit Deutschland hier? Wissen, dass wir denken, dass Spanien ist, dass wir gut spielen können, Fußball, aber ich will es trotzdem wieder gewinnen und ich nochmal Neustart machen. Fast wären sie in der Szene gerade mit zwei Toren. Komm! Junge, traut euch mal durch! Sondern Männer, nicht weil ein Pussy. Immer noch 0-1. Okay, wir haben noch genug Zeit. Außer das. Komm bitte. Mach jetzt den Ausgleich, bitte. Bitte. So, Spanien steht in der nächsten Runde. Ja, Spanien steht schon wieder in die nächste Runde. Den fünften Neustart. Junge, wie viel Neustart muss ich rennen, bis ich hier endlich hoffe, dass ich gewinne? Willkommen zu diesem Achtelfinale, dem 2024 Fußballfans. Mein Name ist Wolf. Wir sind schon in die Runde aneinander gekommen. Ich würde sagen, dann schon wieder 0-1 in Rückstand. Diesmal wieder die gleiche Spielminute. Eine Ecke. Ecke ins Zentrum. Komm schon! Traut euch jetzt mal mit nach vorne zu laufen! Tja. Komm, hier ist eine gute Lücke frei! Das ist ja, da, was machst du denn da? Ja! Komm! Ich bin der... Komm! Renn! Und schieß! Ich mach den Ausgleich! Mit vorne groß! Mache ich endlich mal den Ausgleich hier. Ich hoffe, ich werde hier den Neustart hier auch... Ich hoffe, es wird bei 5 Neustart bleiben. Steht immer noch 1-1. Dann kann ich vielleicht das Führungstreffer jetzt erarbeiten. Oh, das hat aber lange gedauert. Nein. Habe ich Ballfluss bekommen? Immer noch 1-1. Nein. Okay. Immer noch die normale Spielminute, aber ich hoffe, nicht, dass es gleich in die Klappe steht, vielleicht in die vielleicht automatisch dann bei die Höhepunkte vielleicht aus der Spanien, den kriegt ja noch eine Art Zone. Also ich mache jetzt immer noch hier rein. Weg ist der Ball. Jubel bei der deutschen Mannschaft. Schlusspfiff in diesem Spiel, damit ist die nächste. Ich habe gewonnen. 3-2 gewonnen. Ja, ein Tor habe ich gemacht mit Toni Kroos, aber trotzdem habe ich jetzt gewonnen endlich. Okay, es bleibt bei 5-0 statt. Ich müsste hier 5-mal Neustart machen. Junge. Ich hoffe, das wird nächstes Mal... Okay.
Wer ist jetzt mein nächster Gegner im Viertelfinale? Für den nächsten Part, weil ich hoffe. Okay, ist ein Dude, das ist ein machbarer Gegner. Ich hoffe, ich werde mich nicht so anstellen wie den Spaniern. Oh, England hat den Kroatien gewonnen. Ja, das hält Jam auch. Okay. Naja. Diese Panini-Sticker, ne, die sind gar nicht mehr in den jeweiligen Verpackungen drin, ne? Wie das mal war. Das sind ja solche komischen Aktion-Codes. Alles klar. Na. Naja. Voll schade für die Kinder, wa? Jo. So ist es. So, abspeichern.